Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ja aktuell bei Knaus Tappert in Bad Griesbach. Hier werden die neuen Modelle vorgestellt. Und jetzt zeigen wir euch eine komplett neue Modellreihe, und zwar von Tappert. Und zwar die Cazadora-Reihe. Die löst den DaVinci ab. Und ihr seht es, man muss ja sagen, wir haben hier Bombenwetter. Es ist extrem warm. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist Cool Grey, heißt die neue Farbe. Und die finde ich richtig schick. Man sieht schon die Ähnlichkeit zum Senara, den haben wir ja letztes Jahr hier auch gedreht. Wir haben hier ein Fold Expand Heck und hier sieht man so ein bisschen das Grau auch. Ne? Das finde ich sehr dezent und schön. Der Tappert hat auch ein neues GFK-Dach bekommen mit 48 mm Stärke. Also ja, stärker als bei anderen Modellen. Fold Expand heißt, kennt man ja von der Knaus-Tappert-Gruppe, dass man eben durch diese Bauart eben mehr Innenraumvolumen gewinnt. Ja, auch hier mit LED-Rückleuchten natürlich. Was man hier auch hat, ist Hammerschlag bei dem Modell jetzt. Das ist der 460e. Den gibt es aber auch in Glattblech. Ich bin ja ein absoluter Glattblech-Fan. Ich finde, das sieht einfach edler aus und cooler. Was hier auch geändert wurde, ist, dass wir jetzt anthrazitfarbene Seitenklappenblenden haben und so weiter, sieht man hier. Und das finde ich ziemlich cool. Und zwar Cazadora steht hier in so einem 3D-Look drauf. Ne? Das sieht eben auch edel aus und auch von den Farben her finde ich das schon, ja, das finde ich geil. So, drin zeigen wir euch den natürlich gleich auch nochmal, weil vom Design her ist der auch anders. Das Bug typisch Tappert-Look hier mit dem Emblem zum Drehen. Ich mache einmal den Gaskasten auf. Hier, und hier sieht man auch, wie viel Platz der hat. Ne? Zwei 11-Kilo-Flaschen passen natürlich locker rein und ich habe links und rechts noch Beladungsmöglichkeiten. Knott, Anti-Schlingerkupplung hier vorne dran. Wir haben bei diesem Modell jetzt hier auch das Dionic-Chassis, was ja Knaus Tappert entwickelt hat. Dadurch sparen wir hier eben auch noch Gewicht ein. Hier an den Seiten sieht man es noch ein bisschen besser, was ich meinte mit den anthrazitfarbenen Seitenklappen. Sieht wesentlich besser aus. Auch hier die schwarzen Kühlschranklüftergitter, auch eben edler. Ich meine, hier hätte ich mir jetzt noch andere Felgen gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt in größer. Wir zeigen euch nachher ja noch zwei andere Modelle. Ich weiß gar nicht, wie da die Felgen aussehen. Ich denke mal, da gibt es aber noch größere Felgen. Die Tür gibt es auch noch mit Fenster, die kann man sich dann eben auch, da gibt es eine Premium-Tür, die man sich wählen kann. Was ich ja bei Tappert toll finde, ist, wenn man reinkommt, das beleuchtete Zeichen hier. Ne? Das hätte ich eigentlich auch bei meinem Knaus Südwind gerne, dass da so Südwind steht. Oder Gogo for Camper, irgendwie, ich stehe ja auf so einen Kram. Ne? Ja, hier auch nochmal im Ganzen der Look. Aber ich würde sagen, ihr seid bestimmt auch gespannt, wie sieht der denn von drin aus. Kommt, wir gehen mal rein. Bevor ich euch jetzt den Tappert hier im Detail zeige, eine Sache noch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil wir zeigen natürlich auch noch weitere Modelle. Ja, jetzt könnt ihr schon mal sehen, wie sieht es hier drin aus. Ich tatsächlich finde den vom Look her sehr gut. Das ist halt moderner jetzt. Ne? Tappert wird auch richtig modern. Man sieht es hier oben auch mit den LED mit der indirekten LED-Beleuchtung hier. Und wenn wir uns hier hinten mal, ich gehe mal hier hin, uns hier die Sitzecke angucken, finde ich das auch hell, freundlich. Und wahrscheinlich ist euch hier diese plastisch geformte Filzabdeckung aufgefallen. So nennt man das. Man kann das auch optional anders wählen, dass man hier auch noch ein Fenster hat. Je nachdem, was man möchte. Ich bin ja ein Fensterfreund, so wird es noch heller hier drin, obwohl es schon ziemlich hell hier ist. Aber man könnte das, wie gesagt, dann eben auch so wählen. Ja, man sieht hier schon, in der Sitzecke hat man eben auch, das ist ja so ein bisschen Tappert-typisch hier, diese Ablage, da kann man eine Kaffeemaschine befestigen. Hier ist auch extra ein Stromdurchlass, also ein bisschen alles durchdacht hier. Hier unten sieht man auch, ist die Heizung versteckt. Dann haben wir hier den ausklappbaren Fernseher. Man hat hier auch viele Stauraummöglichkeiten, einmal ringsrum. Ihr seht es hier, überall Klappen mit Softclos. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, hier unter was zu beladen. Man sieht es hier, links und rechts habe ich da eben auch viel Platz. Dadurch, dass die Heizung da ist, haben wir hier hinten sogar noch die Möglichkeit, auch noch was zu beladen, weil hier ist der Umformer und die Stromverteilung. Und dann geht es weiter, kommen wir mal zur Küche.
Hier haben wir auch, das habt ihr sicherlich schon im Video vom neuen Knau Sport gesehen, auch den neuen Kannkocher, der eben, ja, kann, also der elektronisch gesteuert ist. Hier kommt auch noch so ein Guss oben rauf. Das ist allerdings hier jetzt noch nicht aufgebaut. So ein Gussrost. Hier ist es so, was ist das Besondere an diesem neuen Kocher? Und zwar ist es so, wenn ich die Klappe zumachen würde und vergesse, Gas auszudrehen, schaltet er das Gas ab. Also eine neue Sicherheitseinstellung. Waschbecken seht ihr selber, ist hier. Dann haben wir hier oben auch überall Stauräume. Bei diesem gehe ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen durch. Bei den nächsten Modellen, die zeigen wir euch einfach nur so, aber ich wollte einmal ein bisschen hier drauf eingehen. Kleiner Kühlschrank in diesem Fall, das ist dem Grundriss geschuldet. Hier überall auch Softklos bei den Schubladen. Jetzt schauen wir uns auch nochmal das Bad an, denn da muss ich sagen, das sieht sehr edel und schick aus. Das Einzige, was mich hier wieder stört, und zwar hätte ich mir da gewünscht, dass man da die, ja, klare Dachluke einbaut, aber wie man die wechselt, kennt ihr ja sicherlich aus meinen Videos, und wenn nicht, könnt ihr euch das gerne noch mal anschauen, das ist eigentlich gar kein Thema. Aber hier auch viel Stauraum, um eben, ja, alles zu verstauen, was man eben so im Bad mitnimmt. Apropos Stauraum, jetzt habe ich hier hinten gesehen, dass wir hier auch noch Schränke haben, das finde ich auch gut. Man hat hier eben auch Schränke, um was zu verstauen. Allerdings hat man hier keinen großen Kleiderschrank, deswegen muss man das auf diese Schränke dann eben reduzieren. Hier hat man einen kleinen Kleiderschrank, wo man was aufhängen kann. Hier muss man aber allerdings auch mal zugeben, wenn ich jetzt lange Regenmäntel oder mal im Winter oder sowas habe, das ist dann hier eher schwieriger, ne? Einzelbetten, ihr seht es hier. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wir haben ja den 45 UE, kann man hier das Ganze auch ausziehen und kann dann eben das Ganze hier mit den Polstern verlängern. Und kann dann hier zu dritt schlafen oder ein großes Bett, falls man mal ein bisschen kuscheln möchte. So, vorne, das ist ja jetzt hier das Bug, haben wir hier auch viel Stauraum. Ne? Also Stützlastprobleme kriegen wir hier nicht, eher dass es nachher am Ende zu hoch ist. Aber hier habe ich eben viel Stauraum und das finde ich eben gut, dass da die Technik hinten ist, dass man hier eben viel Platz hat. Ne? Und hier ist eben, ja, das Gegenteil von der anderen Seite. Da habe ich nämlich dann in dem Fall den, hier ist das gerade ein Gasboiler und da habe ich dann eben den Wassertank. Ne? Aber hier, das finde ich wiederum gut, sehr achsnah. Hier ist ja die Achse, hier habe ich das Wasser. Das heißt, die Stützlast, also der Wassertank drückt nicht ganz so doll vorne auf die Stützlast. Ne? Doch, aber hier, ich glaube, vom Stauraum her hat man hier bei dem Wohnwagen eigentlich keine Probleme. Genauso hier hinten sieht man auch, dass wir hier auch das Filz haben. Ich muss mal eben ganz kurz, es ist extrem warm hier in Bayern. Steffi hat gerade gesagt, zu Hause ist das richtig kalt. Aber hier haben wir gerade aktuell 27 Grad. Und hier vorne ist auch das Filz. Kann ich auch optional dann so wählen, dass ich hier dann auch ein Fenster habe. Also das ist eben auch möglich. Hier oben im Schlafzimmer haben wir dann eben auch überall hier oben Klappen und auch Stauraum. Wer meine Videos verfolgt, weiß, was sicherlich jetzt kommt. Was hat noch gefehlt? Der Fußboden. Den schauen wir uns natürlich auch an, weil Teppich hin oder her ist immer schön. Aber ich finde, das Gesamtbild macht auch den Fußboden aus. Ja, sieht eben auch gut aus. Ich bin ja immer nicht so ein Freund von dunklen Fußböden. Aber ich muss sagen, wenn die Möbel hell sind, dann drückt der Boden ja nicht so. Und es gibt einen tollen Kontrast. Also das sieht meiner Meinung nach gut aus. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Und eine Sache, hier Gaswarner ist auch verbaut, finde ich auch immer gut wichtig. Ne, hier sind jetzt, werden Boiler und eben auch die Heizung gesteuert. Und apropos Steuerung, eine Sache möchte ich euch auch noch zeigen, was ich eben bei Tabat auch toll finde. Und zwar ist das die intuitive Frischwasseranzeige. Das haben natürlich andere Wohnwagen auch, aber Tabat hat das eben so. Ihr seht es ja hier, da kann ich eben Batterie, wenn ich Autarksystem habe und so weiter, alles eben ablesen. Ne? Hier steuere ich die Heizung auch drüber. Ja, und dann würde ich sagen, zeigen wir euch mal das nächste Modell. In die Hallen sind wir jetzt auch noch mal für euch gegangen. Und zwar, hier steht der Tabat Casadora 550E als Grundriss. Den möchte ich euch auch noch mal zeigen. So sieht er von außen aus. Auch hier sieht man eben, was ich ja eben schon gesagt habe, wie schick ich das finde. Dieses, ja, Cool Grey als Außenfarbe. Der wird auch noch geputzt. Ihr seht es, wir sind mittendrin hier. Und hier ist auch noch mal zu sehen, wie groß der Gaskasten ist.
Ich bin 1,80 und ungefähr 70 Kilo schwer. Ich gehe hier jetzt mal rein. Und könnt ihr mal sehen, wie groß dieser Gaskasten ist. Jetzt zeige ich euch den Grundriss auch noch mal. Als nächstes haben wir hier den Cazadora 94 TD. Hier haben wir jetzt extra mal die Lampen angeschlossen, wie das aussieht. Dass das jetzt hier so ein bisschen flackert, das ist dem geschuldet, dass es aus einer Powerstation kommt. Hier sieht man eben auch Laufleistenblinker, ne? Aber auch das moderne Design der Heckleuchten, ne? Das haben sie ja alle. Ja, dann würde ich sagen, außen können wir... Ach, eine Sache habe ich eben noch bei dem anderen Tabat vergessen. Kommt mal bitte noch mal mit. Und zwar, der hat jetzt hier auch eine Alde. Und zwar ist das die Serviceklappe. Die kennt man ja bei Knaus Tabat, aber wer sie nicht kennt, möchte ich einmal kurz zeigen. Hier kann ich eben alles bequem erreichen, Wasser und eben auch Strom. Und ich habe das Kabel halt nicht vorne beim Vorzelt liegen oder so, sondern ich komme ja durch den Boden dann eben rein. Ne? Falls jemand das nicht kennt, wollte ich das noch mal zeigen. Aber ich würde sagen, ab gehen wir mal rein. Hier seht ihr auch, dieser hat 17 Zoll Alufelgen. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch die Cazadora-Reihe gefällt und ihr euch die mal genauer anschauen wollt, die werden das erste Mal auf dem Caravan-Salon natürlich dann auch ausgestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns, wie gesagt, einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Ich muss mich jetzt erstmal eine Runde ausruhen. Und was ich auch noch mache, ist einmal... ein bisschen mich abkühlen. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.